Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Danny Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge sind wir immer noch durch. Wie heißt das Gebiet überhaupt? Ich weiß ja gar nicht. Das Talia-Schacht, Tiefe 4, okay, meinetwegen. Herumgeeiert und haben ein paar von diesen Hulk-Viechern oder was auch immer diese Golems da darstellen sollten, kaputt gehauen, um die ganzen Effekte von diesen Ebenen hier auszuschalten, die uns irgendwie Gift und so alles bescheren. So, wir brauchen aber nur noch einen Viech erledigen. Und das ist sehr gut. Ich weiß nicht, welche Krankheit das da unten nochmal macht. Werden wir erst herausfinden. Gleich. Ja. Es ist weiß. Schwäche, okay. Dann. Tu mal Schwäche-Banner ausrüsten oder Banner oder was weiß ich. Mehrzahl von Bannen. Wer kann es mir sagen? Ja. So. Dann können wir auch gleich hinten die Schatztruhe erreichen. Finde ich auch sehr schön. So, das letzte Viech war, glaube ich, irgendwo oben links. Ne? Da konnten wir ja irgendwie, weiß ich, noch irgendwie. Das ist im letzten Part. Entschuldigung. So, dann. Keine Ahnung. Hat sich wie ein Herzinfarkt angefühlt. Nein, Quatsch. So, dich. Mach mal noch, ich skier mal nix und dröhnen mir ein paar Apfelgummis rein. Ja, komm, ist egal. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt beim letzten. Oh, wir können einfach. Okay. Hey! So, der Schlotterhalk. Der teuer Versuch gefrieren. Okay. Von denen können wir so Dingens klauen. Aber egal. Warum nur eine 3%ige Chance? Hallo? Sehe ich so aus? Was du bist ein E-Arzt einfach. Ich sag das doch gleich. Und er ignoriert mich vollkommen. Wie kannst du es eigentlich wagen? Oh fuck. So. Dann habe ich noch mal ein Training gemacht. Mein Gott, warum ist das 8 Sekunden lang? Willst du mich auf den Arm nehmen? Warum habe ich dich eigentlich anvisiert? Wechsle ich einmal den Charakter und dann passiert sowas. Sehr schön. Ah, 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 nein, 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 nein. Oh ja, ja. Kann mal jemand. Sherry wollte ich jetzt sagen. Pascal wieder leben. Jetzt sind irgendwie so mehr auf Heilen, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist so viele viel bessere Heilern als Sherry, finde ich. Keine Ahnung, Sherry hat so komische Prioritäten. So. Boah, das war knapp. Wieso bekommen wir das denn immer jetzt? Sehr schön. Sword! Oh, klappt, danke. Mein Gott. Wenn man ja die Boss-Gegner hier betrachtet, dann sind die ja nix. Nein, ich weiß nicht. Pascal, ich wollte schon wieder Sherry sagen, was zum Beispiel. Sieht doch gar nicht aus wie Sherry. Jawohl. Ist ja auch Abwehr nix. Bei meiner Macht. So, das letzte Vieh ist auch erledigt, sehr schön. Okay, dann will ich mal gucken, wo wir hier hin können. Wo kommt das denn? Aha. Oh. Schatzkater. Wollt ihr meine Mannschaft sein? Okay. Ich meine Ahnung, wer es ist. Egal. Mal gucken. Wo ist denn hier noch lang? Kenn ich noch gar nicht hier, hallo? Oh, das sieht nach einer Entdeckung aus, oder? Entdeckung, Datensender. Ich bin ja auf zwei Leitungen. Auf Leitung 2 meine ich. I wonder what this is for. It looks like a dish, but it's far too big to eat off of. It's probably a communication device built to send data to the observation base. Huh, interesting. If we use this, do you think we could speak to Afinia? I'm pretty sure that's mit wem? Wrong.
But this one probably hasn't worked in years. Let me just try this here. Boop, beep, boop. It moved. Hello? Anyone home? Pascal here. Send over 3 apple gels, pronto. Well, I have to say, that woman is in a league of her own. Oh no, I screwed it up! What is it? Something bad? Yeah, crap. I totally forgot to give him our address. Yep. A league of her own. Ja, genau. Wir mögen sie alle. So. Ist hier noch was? Sieht so verdächtig aus. Ja, wahrscheinlich kommt Furie irgendwie so angedüst mit so einem Taxi. Gibt uns die 3 Apfelgels. Apfelgummi, mein Gott. Vergiss mal, die sagen alle Apple Gel, deswegen. Warum sagen die nicht auch Gummi? Das würde es doch viel einfacher machen. Verdammt, egal. Ich hab's wieder vergeigt. Ich hab den Mut ruiniert. Wie nennt man das? Die Stimmung ruiniert. So, Schwäche. Habe ich schon ausgerüstet, oder? Wir wollen ja keine schwachen Leute in unserer Gruppe haben. Wo ist das Ding denn jetzt zum Abschalten? Ich habe jetzt schon wieder einen Golem gesucht. Ich habe den doch schon erledigt. Ne? Ja, so sieht das in meinem Kopf aus. Oh, da hinten ist es ja. Sehr schön. Finde ich schön. So, und das letzte Ding wurde auch noch zerdeppert. Und das Ding landet jetzt ganz unten. Und wir können wieder Standardsachen ausrüsten. Ich habe ja hier noch so ein paar Dinger, ne? Aber das bringt irgendwie nicht so viel, finde ich. Ausweichen und Präzision, ja, na, natürlich bringt das irgendwie was, aber ich irgendwie so für Dingens ausgerüstet, was weiß ich. Ja, schon gut, mein Gott. Ich habe jetzt keinen Bock, mich da noch mit zu beschäftigen in den letzten Parts. So, ab nach unten. Mit unten meine ich oben. Ja, ich will wieder nach oben. Das LF dieser Region ist normal, das ist schön. So, dann stauben wir erstmal den Schatz da hinten ab, was auch immer da drin ist. Ich glaube, da ist ein Buch drin, ich weiß es aber nicht. Kann auch eine Waffe drin sein. Ich glaube, da ist ein Buch drin, oder? Fuck Fantasia, ein Kreisartschwert, das Illusionen in Wahrheit verwandelt und überall Träume verwirklicht. Okay. Das ist eine Anspielung in Symphonia 2. Guck mal, wie stark das ist. Nicht stark. Warum? Eine höhere Präzision. Was hat das hier? Tempo muss Effektdauer, Tempo leisten, nahe Tempo. So, was? Muss man einfach aus. So. Ja, es wird schon wieder ein neues Schwert. Letztens habe ich schon ja Dings wieder ausgerüstet, hat Excalibur, aber naja. So, dann gehen wir nochmal nach oben. Weil ich mache einen auf Nummer sicher. Das ist hier Nummer sicher. Ich kann ja gar nicht verlieren. Ich könnte den Schwierigkeitsgrad mal so weit runterstellen, bis, naja, wie sich den Gegner kaputt kriegen kann. Und irgendwann auf sehr einfach, würde ich mal sagen, werde ich ganz bestimmt mit meinen 110, Level 110 Charakteren hier alles wegplätten. So, wenn wir schon dabei sind. Weil wir es noch nicht mehr haben. Okay, im Gasthaus brauchen wir nicht gehen, okay. Weil die top fett sind. Dann speichere ich mal hier und wir... Nein, nicht da. Ja. Dann gehen wir mal weiter nach unten. Da würde ich sagen, sind wir sogar schon fast da. Soweit ist das jetzt nicht mehr. Das weiß ich noch. So, anstatt aber ganz nach unten zu gehen, da ist auch noch ein Speicherpunkt. Yay. Super. Leid der großen Lehrer. Okay. Was haben wir hier noch? Muss da irgendwas noch sein, ne? Mal zum Naschen oder zum Spielen oder auch nicht. Verdammt, warum tun die das Gebiet hier rein programmieren, was soll eigentlich? So, dann, weiß ich nicht. Gucken wir uns das Skit an und gucken, was passiert. Leid, der große Lehrer. I admire the strength it takes to merge with Lambda and believe in him. Honestly, I'm still a little worried. I don't know if Lambda really has the power to stop Fodra's core. I mean, will absorbing all the Eleth really do it?
There's no way to know for sure. I guess all we can do is have faith. It takes a great deal of fortitude to say that. I wish I possessed the same kind of strength to protect Windor. Come now. It is merely youth and inexperience that gives him such strength, Your Majesty. Remember that, Asbel. Countless trials and tribulations await you, and you must steel yourself. Whoa, come on now, Captain Malik. There's no need to scare me like that, is there? There is truth in the Captain's words. Enduring painful experiences would benefit you in the end. Yeah, you know, I guess you're right. I've never been thrown into a strange environment and had my personality all twisted up by it. I've never survived the misery of coming between a friend and a lover before losing them both. Perhaps transcending such hardships would indeed teach me true strength. That's all the more reason to focus on the matter at hand with Fodra's core. I will give it everything I have. Now who's with me? Wait, no one? Hubert and Malik seem to have taken that harder than I would have anticipated. Huh? Taken what? Sehr schön. Ja. Von wegen abhärten, ne. Haben wir ja gesehen. So. Jo, dann gehen wir mal wieder Richtung Action. Die irgendwo hier auf uns wartet, ja. Ich würde sagen, wir kriegen jetzt erstmal wieder aufs Maul. How can there be such a huge open space all the way down here? It's one of the most beautiful places I've ever seen. This place is teeming with life. But why? Guck dich mal das Schwert von Espel an. Because we're approaching Fodra's core. Fodra's core. What's wrong, Pascal? You seem quiet. Well, this place is filled with plants and animals and whatever, right? Right. I had the same thought when we saw the flowers, but... Hey, Pascal, come on. You're starting to worry me. There's one thing that should be here, but isn't. Which is... Humans. There aren't any humans here. Exactly. Look at how beautiful this planet is with no people around. I think that's why Fodra's been trying to eliminate all the humans. And this place is the result. No way. The little queens were born from Fodra's core in order to protect it. That would seem to match with what we've seen so far. Remember what Fourier said about how creatures adapt to survive? Well, it looks like the core had that ability too. If humans were here, they'd eventually suck the core's Eleth dry. I think Fodra is just trying to defend herself. So what does that make us? From Fodra's perspective, we would seem like the very personification of evil. No. Well then, it looks like the cavalry has arrived. Humans. It is time to die. Perish now. And prepare the way for a brighter future. So, und wir kriegen jetzt wieder aufs Maul. Ja, 112. Ich habe keinen Bock, schon wieder gegen euch zu verlieren. Ich möchte euch auch mal auf Chaos erledigen. Aber ich glaube, das wird nicht möglich sein, oder? Na, mal gucken. Wunder können ja immer passieren, ne? Was haben wir mal ein Schwert, das hier Träume verwirklicht? Mein Gott, wieso habe ich so viel Schaden bekommen? Aua! Mann! Hier geblieben.
Ja, bleib da. Ich mach dich ja so kaputt. Hilfe. Nein, das hier. Boah, ich wünschte wirklich, das wird ein bisschen länger halten. Hat gereicht. Wenn einer von uns tot ist, dann haben wir ein Problem. Deswegen müssen ja alle leben. Aha. Mein Gott, aber wie die Tempoanzeige jetzt so erfüllt, ne? Das ist ja heftig. Nein. Born to my realm. Keine Ahnung, irgendwann Böses macht sie dann. Ich weiß das noch. Ich weiß noch nicht mehr, was. Jetzt sind immer nur zwei auf einmal, kann das sein? Das ist schön. Kann auch so bleiben, finde ich. Oh, guck mal. Okay, das sieht gut aus. So stark sind die eigentlich nicht, nur in der Mehrzahl sind sie so stark. Aber nein, 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 nein. Jetzt sind schon wieder mehrere. Sehr schön. Stirb, Mann. Oh nein, dieser Schutzschild von Pascal wirklich. Ich weiß nicht. Oha. Sieht irgendwie aus wie ein Angriff von Jude, so Schwalbentanz. Oh, fuck. Oh, gut. Weiß nicht, wir schaffen das sogar ein bisschen. Verdammt. Oh nein, den Angriff kenne ich noch. Mal komm. Hört auf die Tränke des Lebens, Mann. Oh nein, nicht der Angriff, Mann. Hör auf damit. Was soll das, ist ein böser Angriff? Ach Mann. Jetzt haben wir wieder zwei Leute schon verloren. Ich war schon so gut wie verloren. Ich wusste doch, dieser Angriff ist böse. Ach Mann. Oh mein. Ja. Schon langsam voll mit der Steuerung durcheinander. Hörst du mal auf mit dem Angriff? Ich komme gar nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Oh. Ja. Dann wieder das alte Spielchen. Ich bin auch böse. Und hauen die voll weg. Oh. Das ist auch so ein Kotzen, ey. Das ist so was von unfair, ey. Wir kriegen voll aufs Maul und hier kriegen wir fast gar keinen Schaden, finde ich. Okay, eigentlich schon, ne? Wir kriegen eigentlich immer noch voll aufs Maul. Gut, Mann. Zack. Ja. Hier geblieben. Also hat jetzt irgendwie ein Aushalten. Hier geblieben, Mann. Wir müssen aus wie Schwalbentanz, dass sie da einsetzt. Nein, nix. Ach, Mann, dann.
Also jetzt nicht irgendwie eine Mystik-Antwort sein, das ist gut. Ach man, ich habe doch L1 Glück, Mann. Ja, diesmal schaffen wir aber. Aber. Es ist dieser Angriff, der einen hier fertig macht. Warum der so viel abzieht? Aber irgendwie tun jetzt nur drei hier rumlaufen, ne? Das heißt ja nur, aber Dings. Höheren Schwierigkeitsgrad sind zwei nur rumgelaufen immer. Bah. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Oh. Oh, ich lasse mich auch noch abschießen, ey. Wer ist du hier? Mark. Hier erst mein Schwert wegstecken. Ja, oh, hier geblieben. Nur ein übrig? Nee. Nur zwei sind übrig, gut. Sehr schön. Sport! Sehr schön. Was immer für ein Schwierigkeitssprung ist. I've never seen a more tenacious foe. They must really hate us. Please, stop! They're not your enemy. We hate them. We must destroy all humanity. Guys, I'm not sure we should keep fighting them. It's just starting to feel wrong. I agree. The fight feels wrong to me as well. We're not here to destroy Phodra. We just want to let it know that humans can change. And that we're not the same as we were 1,000 years ago. Asbel. Okay, everyone. Let's get to the core. Alles klar. Ach, das ist immer diese typische von Bösewichten, ja, Masche, wenn irgendwie, keine Ahnung, gesamte Menschheit immer in einen Topf gepackt wird, nur weil sie irgendwie vor so und so vielen Jahren irgendwie mal was gemacht hat. Aber naja. Ich kann sowas nicht gut interpretieren. Ihr müsst euch das schon selber zusammenreimen. Das soll nur ein anderes Wort für Frau sein, oder? Ja. Ja. War natürlich wieder voll harte Kampf, außer wenn wir den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Wo bin ich überhaupt hier gerade? Bin jetzt immer noch in dem vorherigen Gebiet? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier kommen wir ganz runter, ne? Aber das möchte ich noch nicht. Ich möchte mal kurz zum Speicherpunkt zurück und den Part beenden. Weil das war schon wieder genug Action für heute, ne? Findet er nicht.
Ja, ich glaube, ich habe mir nichts verpasst. Ich werde sowieso noch mal durch die Gegend rennen, höchstwahrscheinlich. Erstmal speichere ich mal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!